Hilfe. Wir glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Ja. Ich hatte auch Spaß in Mafia 1, ja. Fairplay, 1932. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Oh nein. Molly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tunichtgut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen, wenn du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zu trinken. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli, er hat dich heimgefahren. Naja. Wo warst du gestern Nacht? Mit euch unterwegs. Ich hab euch besoffen im Park heimgefahren. Das ist schön. Buonasera, Tommy. Das sind dann 5, 6. Hey, Tommy. Ich weiß nämlich noch. Bald wird's ernst, oder? Wir haben erstmal hier. Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist dann auch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey. Wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Okay. Ich mein Taxi. Oh, Alter. Oh, warte mal. Ich muss gerade mal überlegen.
Okay. Zweiganggetriebe, maximal 74. Maximal 74 km/h. Das alte Ding. Warte mal. Warte, das müsst ihr jetzt gerade mal sehen. Ich muss mich gerade mal kurz verschieben. Seht ihr das? Die Werte, wo in diesen Balken angezeigt werden, dieses Auto hat bei Bremsen einfach mal nix. Da ist einfach kein Balken, also... Okay, Bolt V8, 60 kW, 130 km/h. Der, mit dem wir gerade rumgefahren sind, unser Taxi, das ist im Prinzip selbe Auto, außer dass das Taxi komischerweise Viergang ist. Schubert Frigate. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich würde mal fast sagen, das ist das Auto vom Vito Scarletta aus Mafia 2. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das ist das Auto vom Lincoln Clay aus Mafia 3. Und es ist zu dem Zeitpunkt von Mafia 1 ja noch nicht mal in Planung. Also ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Hier haben wir ein V8. Dieses Muscle Car vom Lincoln Clay. Der wird, was weiß ich, 1967 gebaut und jetzt ist 1932 in diesem Spiel. Aber hey, warum nicht? Ups. So viel zum Thema Drifter, Alter. Das Ding hat so viel Power, das driftet ja nur durch die Gegend. Jetzt komm, jetzt legen wir es mal drauf an. Alter, ich bin gerade mit, also ich glaube, was waren das jetzt gerade? 70 Meilen pro Stunde in der 35er-Zone direkt an den Bullen und sie haben nichts gesagt. Also dann kann ich mir ehrlich sagen, okay, dann können wir es echt mit dem Bulle hier jetzt ein bisschen leichter aufnehmen. Also im Originalteil, aber die Karre ist hier in dem Spiel kaum zu kontrollieren, also nur zum geradeausfahren. Ich habe schon überlegt, weil ich jetzt wahrscheinlich wieder ein Zeitlimit kriege, weil es hieß, es geht nur bis 2, danach wir machen die Wachwechsel. Ich meine, das Auto ist 40 Jahre vor diesem Ding. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Okay, da wären wir. Ist der 1929er Carrozzella C-Reihe, Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Alter, das Ding geht noch mehr ab als das Muscle Car. Ich weiß es nämlich auch nicht. Wie ich langfahren muss, weil im Original waren auf dem Hin- und auf dem Rückweg strategisch Straßensperren positioniert. Schau mal, ist aber Bertones Werk. Okay, die ist immer noch da unter der Brücke. Okay, alles klar. Ah,
auch kaum zu kontrollierendes Auto, der rutscht ja quasi nur rum. Hoppa! Mein Fehler. Jetzt kommen Bullen, ja. Aber ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Alter, 80 Meilen, 90 Meilen, 100 Meilen, 110. 120 Meilen die Stunde und ah, da war meine Abfahrt, verdammt! Die Bremsen bei dem Ding sind ja echt furchtbar. Und ich kann das Autoradio hier nicht ausschalten, weil das Auto wahrscheinlich gar kein Autoradio hätte, sondern weil die Musik zur Mission gehört wird, das so wie oft mal. Ich frage mich auch, warum das eigentlich nicht der Ralphie machen kann, warum wir den hier direkt mit zur Rennstrecke nehmen, anstatt diesen scheiß teuren Wagen einmal quer durch die Stadt fahren zu müssen. Und er ist jetzt schon ziemlich verbeult. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen... Alles, das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Ganz vergessen, meine Cam wieder runterzumachen. Habe ich jetzt da oben eine Anzeige, dass ich den Motor nicht überhitzen darf, oder? Naja, okay. Also das haben sie nämlich auch komplett anders gemacht, weil im Original ist der Wagen dann hinterher noch genauso gut gelaufen, mehr oder weniger. Oh, er fährt jetzt auch nicht mehr ganz geradeaus. Da haben sie jetzt echt spieltechnisch was nachgeändert hier, dass sich das Ding auch wirklich nicht mehr so gut fährt. Also das Ding wird ja bockig sein, damit kann ich kein Rennen gewinnen. Weil im Original Mafia 1 weiß ich noch, wir waren in der Werkstatt. Und dann war es einfach so, das Auto ist zurück, genauso gut gefahren wie hin. Und beim eigentlichen Rennen dann ist es dann einfach beim Start weg explodiert oder halt stehen geblieben und hat nur geraucht. So, jetzt müssen wir den Motor abkühlen lassen. Und dann ist quasi der Favorit ist einfach direkt am Start stehen geblieben mit seinem Auto. Whee, habt ihr gesehen, wie das Ding geflogen ist? Das Ding produziert ja nur noch Fehlzündungen, gell?
kann nur rückwärts sein, oder? Um die Kurve rum, ich komme um die Kurve rum. Oh, jawohl, ja. Jawohl. Rückwärts eingefallen. Du bist zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Oh, die Cutscene ist neu. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz. Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mike Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja, okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tommy Angelo. Nun, Sie werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Die Meute rast davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Oh, ja. Oh, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir dieses Rennen diesmal besser kriegen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen 3 Runden bestehen und wir müssen als Erster durchs Ziel gehen. Okay, könnte noch hart werden. Also auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, die Cutscene war gerade ganz anders. Alter, was bremsen die denn immer hier so komisch? Garcia, Lewis und Jackson stoßen groß vor Spitze des Feldes. Die Cutscene war auf jeden Fall eine ganz andere, weil im Original weiß ich es noch, im Original bist du zuerst zur Bar zurückgefahren und dann kam vom Frank... der Anruf auf der aus der Rennstrecke, dass dein Fahrer im Krankenhaus liegt und du warst nicht direkt an der Rennstrecke. Ja, kann nichts dafür. Nein, du bist hier der Witz, Junge. Ein Kopf an Kopf rennen um die Führung. Immerhin Platz 4 von 16 und wir sind in der ersten Runde. Oh, steht der Wagen immer noch links? Nein, den haben sie schon. Doch, der steht immer noch da. Das hoffe ich die ganze Zeit, aber diese Radaufhängung macht mir schon Sorgen hier. Du Bastard! Ja, selber. Hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg.
Ich krieg dich auch noch da vorne. Ah, du bremst zu stark ab. Zum Beispiel auch neu. Es gab früher im Original, gab es, meine ich, keinen Kommentator, der auch noch die Namen durchsagt. Und okay, bam, bam, bam. Angelo ist noch an der Spitze. Kann er die Führung halten? Ja, aber unbedingt. Ich gebe mein Bestes. Anbremsen. Ah ja, das ist schon eine Kunst, dieses Ding hier irgendwie auf die Straße zu halten. Wer kann den führenden Tommy Angelo noch einholen? Im Original war es halt meistens immer das Problem, dass du eher dein Auto zu Schrott gefahren hast. Grober Fahrfehler. Aber sollte noch safe sein, wir haben noch ein bisschen Vorsprung. Neuzugang von Angelo ist immer noch an der Spitze. Im Original von vor 15 Jahren war es nämlich so, dass du das Rennen gewinnen musst. Es langt nicht, wenn du einfach als Zweiter oder Dritter durchs Ziel gehst. Weil ja du den anderen Fahrer von Morello ja schon rausgekickt hast zum Start. Es wird eng da vorne. Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Was geht? Ich krieg's hin. Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger! Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Tja, der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Huren. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber... Vielleicht kaufe ich meiner Mama was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Gib nicht alles für Geld und Hilfe. Für Bier und Huren aus. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. Ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. Der Pauli. Kann ich jetzt mit den Leuten reden? Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Das wär's für dieses Jahr, Leute. Die Aber ich sehe jetzt zum Beispiel auf der Minimap... Kann nicht sprinten, okay.
Ich sehe zum Beispiel auf dem Minimap, da ist noch wieder irgendein Sammel-Item. Ich meine, wenn wir gerade hier sind, können wir es mitnehmen. Luigi Marino, Lost Heaven. Okay. Hier ist das Fenster kaputt. Will das mal noch einer reparieren? Oh. Ich glaube, ich weiß, warum die Entwickler hier ein kaputtes Fenster eingebaut haben. Das ist auch so ein kleines Easter Egg, dass man jetzt noch sieht, wie Morellos Jungs wahrscheinlich den Fahrer da verprügeln, oder? Ich glaube mal, das wird der Fahrer vom Lichtenberg sein, aber ich kann gerade meine Waffe nicht rausziehen. Okay, falls ich überhaupt eine dabei habe. So, jetzt gucken wir mal, das ist doch der Vinny da. Du bist ein Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. So große Cannolis kann es gar nicht geben. Glaube ich auch. Also jetzt müssen wir da drüben hin. Jetzt sind die anderen Gesprächsoptionen weg, oder? Ne, da kommt noch eine. Sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Okay, das ist jetzt auch nochmal neu, weil dieses Rumlaufen und mit Leuten reden war im Original auch nicht drin. Meine Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Tolles Rennen, Champ. Das LHPD hat mich gebeten, alle Besucher zu erinnern, dass der Verkauf und der Genuss von Alkohol untersagt sind und strafrechtlich verfolgt werden. Natürlich. Was ist hier? Das ist der Sam. Brennen, Mann. Als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher. Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Zum ersten Mal beim Rennen? Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Na, guck mal, da liegt noch mal was. Ein Detective, 22. Nach dem Aufmotzen. Wollte fünfmal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Also das ist jetzt ganz neu. Kann jetzt sein, dass hier nochmal so irgendeine Side-Mission rauskommt oder was? Oder wir nochmal irgendwas machen müssen? Das ist echt alles neu hier. Einmal die Bitte, geht, wenn ihr aufgefordert werdet und haltet euch von illegalen Substanzen fern. Nicht wie letztes Jahr. Bist du Ding? Nee, du bist nicht der. Gott sei Dank bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. Ach, da hinten liegt er besoffen in der Ecke. Oh, das Lied. Schön, dass sie das Lied hier bei Little Italy eingebaut haben. Oh, jetzt kümmern wir uns mal um die Alkoholleiche hier in der Ecke. Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt zeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, ist wohl besser. Los geht's, Großer.